Wir Anwälte haben es ja nicht so leicht. Mandanten kommen zu uns und möchten von uns eine präzise Einschätzung. Habe ich Aussichten auf Erfolg vor Gericht? Macht es Sinn? Stehen die Kosten in einem vernünftigen Verhältnis? Und das ist gar nicht so einfach. Man muss auf alle möglichen Unwägbarkeiten hinweisen und oft genug muss man dann sagen, naja, also es ist noch nie so entschieden worden und die Beweislage ist dünn und vermutlich lohnt sich das nicht für den Aufwand und die Kosten, die man dafür ausgeben muss. Aber immer wieder hat man Mandanten, die kommen und sagen, Herr Anwalt, es ist mir egal, ob ich Aussichten auf Erfolg habe. Ich möchte unbedingt irgendetwas tun. Ich habe ein so großes Unrecht erfahren, dass es mir ums Prinzip geht. Prinzip sagen viele, aber manche meinen es dann wirklich ernst und sagen, ich bin auch bereit, für dieses Prinzip viel Geld auszugeben. Das ist großartig. Da braucht man als Anwalt nicht mehr viel beraten. Man kann sogar ganz ehrlich sagen, Aussichten auf Erfolg, die sind nicht besonders groß, aber wenn es unbedingt sein muss und wir Schlagzeilen machen wollen mit einer Klage, dann nehme ich die gerne entgegen. So gesehen, ein schlaues Geschäftsmodell, was auch die Bedürfnisse dieser Mandanten bedient. Und dann gibt es ja die Idee der Sammelklage, die es ja in Deutschland nicht gibt. Wir haben nur die Musterfeststellungsklage, aber man kennt das aus den amerikanischen Filmen, dass ganz viele Leute sich zusammentun und damit gigantische Streitwerte durchsetzen und damit eben auch eine hohe politische Durchsetzungskraft erzeugen. In Deutschland könnten nur viele Leute klagen, mit einzelnen Klagen, und sie würden jeder für sich auch die ganz normalen Gebühren bezahlen. Das ist toll für den Anwalt, weil der hat nur einmal die Arbeit, kann aber die gleichen Schriftsätze immer wieder und wieder verwenden. Und wenn er freundlich ist, gibt er einen Teil der Ersparnis entweder durch mehr Qualität oder durch Preisnachlässe weiter, wobei das mit den Preisnachlässen durch die standesrechtlichen Regelungen etwas begrenzt ist. Wir dürfen die Kosten, die sich nach dem Gegenstandswert ergeben, nicht unterstreiten. Da kam dann jemand auf die Idee, man könnte ja Klagepools bilden. Man sagt also, alle Leute setzen zusammen und finanzieren nicht eine eigene Klage, weil die würde ja viel Geld kosten, sondern finanzieren andere Klagen von anderen Leuten, Musterklagen. Und das ist vielleicht hier gerade der Fall, dass man mit den 800 Euro plus Umsatzsteuern Klagen und die Vorbereitung durch Gutachter und außergerichtliche Beweiserhebungen finanziert, damit irgendwo auf der Welt, zum Beispiel in Amerika, eine Klage geführt werden kann, wo es unter anderem auch um die Frage geht, ist der PCR-Test jetzt gut oder schlecht und hat Herr Drosten da absichtlich gehandelt und die Welt belogen. Betrachten wir aber trotzdem mal die Erfolgsaussichten, denn es heißt in dem Interview, entweder die Klage soll diese Woche eingereicht werden, aber genau weiß man es nicht. Vorher will man noch deutsche Klagen erst einmal vorantreiben, weil da Tatsachenfeststellungen getroffen werden. So ganz sicher ist nicht, was da wirklich gemeint ist, aber gehen wir mal davon aus, dass man eine normale Klage anstreben würde vor einem deutschen Gericht. Welche Aussichten auf Erfolg hätte sie, wenn also als ein Unternehmer, der von einem Lockdown betroffen ist, gerne gegen Herrn Drosten klagen möchte? Kann man ja machen. Das geht natürlich. Sachverständige haften für ihre Ratschläge und Empfehlungen, wenn sie falsch sind, fahrlässig falsch sind, gegenüber dem Vertragspartner. Ah, das ist das erste Problem. Also, wenn ich Herrn Drosten verklagen will, dann muss ich ihn auch beauftragt und bezahlt haben. Es gibt Ausnahmen davon. Wenn ich auf ein Gutachten hin einen Vertrag geschlossen habe, in dem Vertrauen auf dieses Gutachten, dann könnte ich den Gutachter auch in Anspruch nehmen. Ist ja auch nicht der Fall, denn wir sind nicht der Auftraggeber, das war vielleicht die Bundesregierung. Und bei den Äußerungen, die man öffentlich so tätigt, da haftet man zum Glück auch nicht dafür. Unter welchen Umständen könnte jetzt also eine solche Klage Aussicht auf Erfolg haben? Gesetzt dem Fall, Herr Drosten hätte tatsächlich mit seinen PCR-Tests, die er nicht selbst erfunden hat, aber wo er früh dabei war, die für diesen Virus ja, zu sequenzieren und die Muster dafür zu verbreiten. Nehmen wir mal wirklich an, das war alles nur Klamauk und zwar in der sittenwidrigen vorsätzlichen Absicht, um Sie als Unternehmer zu schädigen. Dann könnte man über den Paragraphen 826 BGB nachdenken. Vorsätzliche sittenwidrige Schädigung. Die setzt nämlich kein Vertragsverhältnis voraus. Dafür sind die anderen Hürden wesentlich höher. Wir brauchen also Vorsatz hinsichtlich der Handlung und auch einen Schädigungsvorsatz. Könnte man versuchen, tatsächlich, man müsste also nachweisen, dass Herr Drosten die Absicht hatte, den Unternehmer zu schädigen. Aber was wir dann auch bräuchten, wäre eine Kausalität. Kausalität betrachten wir Juristen nach der Conditio sine qua non Formel. Das bedeutet, das Ereignis darf nicht weggedacht werden, ohne dass der Erfolg entfällt. Also, stellen wir uns vor, hätte Drosten nicht existiert, nicht gehandelt, wäre dann der Erfolg entfallen oder nicht? Und wenn wir dann zu dem Ergebnis kommen, dass es auch andere Wissenschaftler gegeben hätte,
oder tatsächlich gab, die auch auf dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik zu dem Ergebnis gekommen wären, dass da draußen ein Virus unterwegs wäre, der auch mit einer PCR-Testung nachweisbar ist, tja, dann haben wir keine Kausalität. Dann wäre das nur eine von vielen alternativen Ursachen. Kann man darüber streiten? Natürlich, aber uns sollte bewusst sein, und das ist, glaube ich, unstreitig, die Erfolgsaussichten einer 826er-Klage persönlich gegen Professor Drosten oder Herrn Wieler oder die WHO, die Erfolgsaussichten sind nicht besonders gut. Es geht in erster Linie darum, dass Leute nicht wegen des Geldes klagen, sondern weil sie politisch ein Zeichen setzen wollen. Ob das dann gelingt oder nicht, ist eine andere Frage. Kann man machen, aber es sollte einem bewusst sein, dass man damit wahrscheinlich nicht zu seinem Geld kommt. Wollte man sein Geld haben, wollte man also sagen, ich bin geschädigt worden und ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass hier ein Komplott, eine Verschwörung stattfand. Tja, dann muss man sich natürlich fragen, ist die Justiz in so einer Verschwörung tatsächlich der richtige Partner, um das aufzudecken? Aber selbst wenn diese Verschwörung jetzt ausnahmsweise vor der Justiz Halt macht und die noch unabhängig ist und bereit ist, diese Beweise zu werten und herauszufinden, was hier passiert ist, dann hat man natürlich andere Methoden, um vielleicht auf diesem Wege besser, also auf dem Justizweg zu seinem Recht zu kommen. Man könnte nämlich einfach abwarten, ob sich in ein, zwei Jahren eine bessere Tatsachen- und Beweislage ergibt. Man muss ja nicht der Erste sein, der durchs Minenfeld läuft, obwohl das natürlich heldenhaft ist, diese Pionierarbeit zu machen, aus Sicht derer, die eben an diese Verschwörung glauben. Das kann man machen, aber man kann auch einfach sein Geld behalten und warten bis, sagen wir mal, Herbst 2023, um dann eine Klage zu erheben, bevor sie verjährt. Wäre auch eine Möglichkeit.